Flutlicht Freitag an der Hafenstraße. Die Neidhardt 11 trifft auf die U21 des 1. FC Köln. Im Vergleich zum Wiedenbrückspiel Dürholz und Kefkir in der Startformation, Sauerland zunächst auf der Bank. Bastians fehlte wegen einer Verletzung komplett. Und einen weiteren Wechsel gab es. Christian Neidhardt entschied sich für Jakob Golz zwischen den Pfosten anstelle von Daniel Davari. Bei Dauerschneeregen und frostigen 1 Grad Celsius erwartete die etwas mehr als 10.000 Zuschauer ein packendes Spiel, das vor allem in der ersten halben Stunde von unserer Mannschaft dominiert wurde. Nach 4 Minuten die erste von vielen, vielen Ecken auf beiden Seiten. Eisfeld bringt den Ball an den 5-Meter-Raum, Herzenbruch wird da noch bedrängt und Adamczyk kann den Ball aufnehmen. Dass die Kölner Fußball spielen können, beweist nicht nur Platz 6 in der Tabelle, das bewiesen sie auch auf dem Feld mit ihrem schnellen und präzisen Passspiel. Angriff über links, Eber ist zunächst zur Stelle, Widra mit dem Schuss aus der zweiten Reihe noch abgefälscht zur Ecke. Dann aber wieder RWE Young über rechts, sucht und findet Engelmann, der leitet sofort weiter auf Dürholz. Der hat Platz im Strafraum, flankt auf den herannahenden Eisfeld und der verfehlt den Kasten um einen knappen Meter. Gute Chance. Knappe Viertelstunde rum, wieder eine Ecke für Rot-Weiß, Heber und dann ist der Ball im Tor, aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten gibt Schiedsrichter Jäger den Treffer nicht. Young steht hier in der Flugbahn des Balles vor Adamczyk im Abseits. Durch seine Bewegung wird er aktiv. Glück für den FC. Die Kölner waren vor allem bei schnellen Gegenangriffen gefährlich. Wieder der Ball nach vorne getrieben, kombinieren sich da schnell durchs Mittelfeld. Und dann Kuyucu mit dem Schlenzer, Golz ist zur Stelle. Durch frühes Pressing konnte RWE immer wieder Ballgewinne erzielen. Wie in dieser Situation, Kefkir auf Engelmann. Engelmann wartet da vielleicht einen Moment zu lange und die Gefahr ist gebannt. Nach einem Handspiel dann dieser Freistoß in zentraler Position, gute 22 Meter vor dem Kölner Gehäuse, Eisfeld. Etwas zu hoch angesetzt. Die Kölner kamen jetzt deutlich besser in die Partie und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der Ball wieder rausgespielt auf Kuyucu. Der fackelt nicht lange und flankt. Rios Alonso unglücklich, köpft Schwirten an und dann Schmitz. Golz mit einer Riesentat, gut fürs Selbstvertrauen. Aber wieder die Geißböcke. Irgendwie bleiben sie da im Ballbesitz, dann brennt es lichterloh und Golz pariert erneut gegen Schmidt. Die anschließende Hereingabe dann ungefährlich, doch die Gäste drängten nunmehr auf den rot-weißen Kasten. Starke Phase kurz vor der Halbzeit. Wieder Kuyucu. Strauch und er prüft mal die Sprungkraft von Golz, der mit den Fingerspitzen noch dran war. Jetzt verteidigte der FC sehr offensiv. Das wiederum gab Platz für schnelle Gegenangriffe unserer Jungs. Young schüttelt seinen Gegenspieler ab, spielt raus auf Kefkir, der steckt durch auf Engelmann, aber hinter diesem Schuss nicht genug Wucht, um Adamczyk zu überwinden. So ging es mit dem torlosen Unentschieden in die Pause. Nach dem Wechsel Kefkir mit einer Balleroberung tief in der Kölner Hälfte. Young zieht rechts raus, aber auch er kann Adamczyk nicht ernsthaft prüfen. Beide Mannschaften forderten sich alles ab. Es war ein intensives Spiel bei diesen schwierigen Bedingungen. Young schickt Engelmann auf die Reise, doch in der Mitte ist zunächst keiner. Engelmann muss verzögern. Flankt dann von der Grundlinie. Eisfeld legt ab für Young und er trifft den Ball nicht richtig. Wieder kann Adamczyk parieren. Auf der anderen Seite die Gäste. Mit viel Platz auf der rechten Seite sind da auch mit vereinten Kräften nicht wirklich zu bremsen. Spielen mit der rot-weißen Hintermannschaft Katz und Maus. RWE bekommt da in dieser Szene keinen Zugriff auf den Ball. Und dann der Schlenzer. Und da fehlte nicht viel. Beste Chance für den FC nach einer knappen Stunde. Wir sehen die nächste Ecke. Der eingewechselte Harebock wird ausführen. Kam für Eisfeld, außerdem Kleinsorge für Kefki auf dem Platz. Die Ecke kommt zu Herzenbruch und Adamczyk lenkt den Ball gerade noch so an die Latte. Der wäre sonst wohl reingefallen. Die Chance läuft noch weiter, aber am Ende dann ein Foulspiel, Freistoß für den 1. FC Köln. Die Spannung war zum Greifen. Beide Mannschaften mit Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Ecke Köln, Golz hat den Ball und macht es schnell auf Kleinsorge. Der gibt nochmal richtig Vollgas, hat noch Kraft. Und das Abspiel auf Young.
Young dreht sich, Adamczyk macht die kurze Ecke zu, weiter 0:0. Die anschließende Ecke. Der Ball geht raus zu Engelmann. Er kann ihn da auch behaupten. Dann bringt er den Ball gefühlvoll in die Mitte. Young, Adamczyk vor Rios Alonso. Weiter geht's. Harenbrock erneut zu Young. Easy Young. Aber drüber. Neidhardt wechselte erneut. Brachte Janjic für Dürholz als weitere Offensivkraft. Engelmann mit dem Pass für Young im Laufduell. Wird noch gestört. Janjic mit dem Nachschuss. Mann, was war das für ein dickes Ding. Das musste doch einfach die Führung sein. 5 Minuten noch auf der Uhr. Freistoß Tarnat. Rios Alonso, Engelmann. Und dann ist der Ball im Netz. Und diesmal zählt es. Engelmann bricht das Eis. Der 19. Saisontreffer von Simon Engelmann bedeutet die späte, aber hochverdiente Führung für unsere Mannschaft. Da wird er vollkommen allein gelassen und hält direkt drauf. Noch abgefälscht, nichts zu machen für Adamczyk. Die Nachspielzeit. 2 Minuten gab Jäger obendrauf. Nochmal Ecke für Köln. Auch Adamczyk kommt jetzt mit nach vorne. Alle 22 Spieler versammeln sich im rot-weißen Strafraum. Jetzt nur keinen Fehler machen. Jetzt die Führung über die Zeit bringen. Diese wichtigen 3 Punkte eintüten. Achtung, aufgepasst! Und Plechati mit dem Geistesblitz auf Kleinsorge zur Erinnerung. Der Kölner Kasten ist verwaist. Kleinsorge, der Haken, der Schuss, der Treffer. 2:0, Deckel drauf, Marius Kleinsorge sorgt mit seinem 2. Treffer im rot-weißen Trikot für den Endstand. Und da kommen sie alle zusammen, die Bank, die Spieler, die nicht im Kader waren, um den Torschützen und den Sieg zu feiern. Rot-Weiß Essen besiegt die U21 des 1. FC Köln in einer äußerst umkämpften Partie mit 2:0. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber auch diesmal nicht, denn bereits am Dienstag geht es weiter mit dem Nachholspiel bei RWO. Und bis dahin nur der RWO.